Die WKA-Europameisterschaft im Superschwergewicht. Thai-Box nach K1-Regeln. Chris Dowling, der Mann hier in der grün-weißen Hose, gegen Besim Kabashi vom Steko-Team. Und Chris Dowling, naja, nicht gerade austrainiert hier nach München angereist. Schleppt da gut 20 Kilogramm zu viel mit sich rum. Und da kann er noch so beschwingt hier mit dem Oberkörper wackeln. Diesen Nachteil wird er nicht wettmachen können gegen einen Modellathleten wie Besim Kabashi. Dowling, 31 Jahre alt, brachte 100 Kilogramm auf die Waage, aber na, sieht ein bisschen nach mehr aus. 22 Siege immerhin, nur 3 Niederlagen, ein Unentschieden. War zweimal irischer Meister, also ganz guter Kampfrekord. Und Besim Kabashi, 1,87 Meter groß, 14 Kämpfe, 14 Siege. 11 durch K.O. gewonnen, war WAKO-Vize-Weltmeister, WKA. Europameister ist der WKA, deutscher Meister und so weiter und so fort. Hat eine ganze Latte an großen Erfolgen. Hat dann auch mal eine lange Pause eingelegt und hat erst wieder mit dem Kampfsport angefangen, als er hier in das Steko-Kampfsportcenter gekommen ist. Seitdem fühlt er sich wieder wohl hier im Seil. Nicht nur ein klasse Kämpfer, sondern auch ein Extremsportler. Da geht er erstmal zu Boden, zeigt an, nur ein Tiefschlag, hupt ein bisschen rum, aber er hat von Anfang an hier keine Chance gehabt. Chris Dowling aus Galway in Irland gegen Besim Kabashi, stammt aus dem Kosovo. Und dieser Dowling wird hier bestraft, hier tritt zum Kopf. Nochmal das Knie und dann geht er runter. Goran Filipovic geht dazwischen. Und dann zieht er sich hier so ganz, ganz langsam hoch. Und Besim Kabashi zeigt, hey, ich bin ja der Größte. Mladen Steko feiert hier seinen Schützling. Ja, da kann man noch einiges erwarten von ihm. Hier, klasse, dieser Kick zum Kopf. So, und dann passt es hier auf. Hier kommt das Knie nochmal. Zack. Und dann wappelt er runter, hält sie noch.